und Schauspieler ihr Coming Out. Und einer, der ist jetzt bei mir, der das vielleicht nachvollziehen oder fühlen kann. Viele von Ihnen kennen ihn aus Serien wie Alles, was zählt oder auch aus Tatortfolgen und aktuell in der verbotenen Liebe Next Generation. Jo Weil, schön, dass du Zeit hast. Dankeschön, ich freue mich. Fußball mit seinem, ich sag mal, männlichen, starken Kult ist ja vielleicht so das eine Ding, wo es nochmal verstärkt ist. Aber tun wir eigentlich alle nur so scheinheilig und 2021 ist es nur dann easy, wenn man hetero ist? Ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Und man muss es immer betrachten, wir leben in Köln, in einer Medienstadt, wo schon vieles sehr offen und sehr normal ist. Ich kann es an meinem Beispiel aber sehen. Ich habe mich letztes Jahr entschieden, mich öffentlich zu outen. Ich war das privat schon lange. Öffentlich habe ich dann gesagt, letztes Jahr, jetzt ist der Zeitpunkt, da fühlt es sich richtig an. Und ich war überrascht, dass ich zwar eine Welle von Sympathie und Unterstützung bekommen habe, dass es eben aber doch noch ein Thema war. Ich habe plötzlich viele Interviewanfragen bekommen, weil ich gesagt habe, ich liebe einen Mann. Mir haben Leute geschrieben und gesagt, toll, dass du dich traust, das zu sagen. Ich habe irgendwann gedacht, also wenn es normal wäre, würde kein Mensch darüber sprechen, dass ich einmal gesagt habe, ich liebe einen Mann. Und da ist mir bewusst geworden, dass es eben noch nicht so weit ist, dass es normal ist und kein Hahn schreit, wenn du sagst, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin was auch immer. Also es liegt schon noch ein Weg vor uns. Und es ist ja noch nicht mal so, dass es jetzt entspannt ist. Du hast gerade gesagt, vergangenes Jahr hattest du dein Coming Out. Aber wenn man jetzt guckt zum Valentinstag, wie super viele Menschen von uns, hast du ein Foto bei Instagram gepostet von dir und deinem Freund. Das können wir uns mal angucken. Und da ist trotzdem, also ich würde sagen, okay, das ist ein Foto von einem Liebespaar, denke ich. Hey, aber die Reaktionen waren auch schon wieder riesig. Die sind groß. Ich glaube, in dem Fall ist es auch so ein bisschen, weil ich meinen Freund einfach noch nie gezeigt habe. Er möchte nicht in die Öffentlichkeit. Das ist tatsächlich nach 11 Jahren Beziehung das erste Pärchenfoto von uns. Aber ja, Menschen sprechen darüber. Und mir ist in diesem Jahr, seit ich jetzt öffentlich out bin, einfach bewusst geworden, wie das gerade auch in dem Beitrag ein bisschen genannt wurde. Meine Entscheidung fürs Coming Out kam aus mir raus, weil ich frei leben wollte. Aber dann gemerkt habe, dass ich doch tatsächlich eine Verantwortung habe, weil es eben viele Menschen braucht, die sagen, ich bin so und das ist auch gut so. Und es ist auch für jeden anderen, der sich so fühlt und bereit fühlt, gut darüber zu sprechen. Und ich glaube, deswegen sind solche Aktionen einfach wichtig, dass sich immer mehr Menschen trauen und ohne Angst in ihr Coming-out gehen oder zu sich stehen, wie sie sind. Aber was hat dich so lange zögern lassen? Dann wirklich die Angst, dass du auch keine Rollen mehr kriegst, dass du abgelehnt wirst? Ja, auf eine Art schon. Als ich angefangen habe vor 21 Jahren, wurde mir geraten, halt deine private Sexualität mal ein bisschen gedeckelt. Also das ist nicht wichtig. Wenn du da öffentlich drüber sprechen wirst, könnte es passieren, du wirst in eine Schublade gesteckt, du kriegst nur noch schwule Rollen, du wirst niemals für heterosexuelle Rollen besetzt werden. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hätte. Es hat mich damals nicht groß gestört. Ich habe gesagt, gut, dann ist das jetzt halt so, dann mache ich das so. Und es kam erst im Laufe der Jahre, dass ich gemerkt habe, ach, ich muss so einen Teil von mir privat einfach öffentlich verstecken. Darunter leide ich nicht massiv, aber es stört mich. Und ja, irgendwann kam der Schritt, wo ich gedacht habe, komm, das ist albern. Ich habe jetzt alles gemacht. Ich habe schwule Rollen gespielt. Ich habe aber auch in Bodyguard den absoluten heterosexuellen Helden gespielt 2 Jahre. Und da hat keiner gesagt, warum macht der das? Ja. Also ich war am Punkt, wo ich mir gesagt habe, es ist jetzt okay. Und die Reaktionen danach waren auch so, dass bis jetzt alles gleich geblieben ist. Ja. Also. Aber du hast gerade schon gesagt, ich wollte es auch anderen irgendwie zeigen, Mut machen, irgendwie damit rausgehen. Aber was muss denn kommen damit, und zwar jetzt mal außerhalb der Medienbranche, von Schauspielern, von Fußballern, wirklich bei jedem, dass ich einfach sagen kann, hey, Sexualität spielt keine Rolle. Was brauchen wir? Ich glaube, wir müssen drüber sprechen. Wir brauchen Menschen, die sagen, ich bin so und das ist auch gut so. Wir müssen immer wieder zeigen, dass auch das Umfeld toll reagiert. Also in meinem Fall war es so. Ich habe wirklich bis heute 1 Jahr lang nur tolle Unterstützung bekommen. Insofern, ich möchte niemanden zu irgendwas drängen. Jeder muss für sich wissen, wann er sich richtig fühlt. Aber in meinem Beispiel kann ich sagen, das Coming Out war die beste Entscheidung für mein Leben persönlich. Und ich glaube, wenn immer wieder Menschen einfach in der Öffentlichkeit den Mut haben, das zu tun und hoffentlich irgendwann gar keinen Mut brauchen, dann geht das alles in die richtige Richtung. Und hier bei uns sind und das so sagen. Danke dir. Jo Weil, Schauspieler, danke, dass du uns deine Sicht dazu so geschildert hast. Sehr gerne, danke dir. Und wir gucken jetzt auf einen eher kritischen Tweet.